Coinbase Test und Tutorial. In diesem Video haben wir eine der weltweit populärsten Kryptobörsen für euch unter die Lupe genommen. Wir zeigen dir einige Tricks und Hacks, wie du die Handelsgebühren um über 80% reduzieren kannst und wie du 24/7 mit einem persönlichen Agenten vom Support Hilfe bekommst. Außerdem gucken wir uns natürlich an, wie du mit Lernaufgaben Bares in Krypto verdienen kannst, wie man auf Coinbase Fiat-Geld und Kryptowährungen einzahlen kann, wie viele Coins es dort zu kaufen gibt, welche Sicherheitsfeatures zur Verfügung stehen, wie du die kostenlose Coinbase Visa-Karte bestellst, welche weiteren Features Coinbase anbietet und natürlich, wie ihr diese Kryptobörse bisher bewertet habt. Außerdem melden wir uns im Tutorial bei Coinbase an und gehen die wichtigsten Features alle einmal durch. Die 2012 von Brian Armstrong und Fred Ersam gegründete Krypto-Plattform Coinbase ist einer der dominierenden Player am Kryptomarkt und eine der ältesten Kryptobörsen. Sie bietet sowohl die Dienste einer Kryptobörse als auch eines Krypto-Brokers an. Das heißt, du kannst dort entweder von anderen Marktteilnehmern deine Coins und Token erwerben oder von Coinbase. Im Juni 2021 hat die Coinbase Germany GmbH als erstes Institut überhaupt von der BaFin die Lizenz für den Handel und die Verwahrung von Kryptowährungen erhalten und ist seitdem auf dem deutschen Markt aktiv. Seit dem Frühjahr 2024 übernimmt Coinbase die Verwahrung für 9 der 11 Bitcoin und 8 der 9 Ethereum Spot ETFs, darunter Finanzgiganten wie BlackRock und Grayscale. Coinbase ist laut eigenen Angaben die Nummer 1, wenn es um Sicherheit geht und bietet unter allen BaFin-lizenzierten Anbietern die niedrigsten Handelsgebühren, wenn man den Advanced-Modus nutzt. Die Plattform Coinbase bietet einen riesigen Funktionsumfang mit integrierter Visa-Karte, jeder Menge Order-Types und umfangreichen Sparplanfunktionen. Coinbase bietet zudem einen maximal nahtlosen Einstieg in das Web 3 an. Dazu gehört eine integrierte Software-Wallet zur Verwahrung deiner Keys, inklusive NFT-Marktplatz und Dapp-Browser. Damit ist dieser Anbieter nicht nur eine Trading-Plattform, sondern bietet ein ganzes Krypto-Ökosystem an, inklusive eigener Layer-2-Lösung. Die Rede ist hier natürlich von Base. Außerdem gibt es eine Trading-Lösung für Unternehmen und eine Payment-Lösung, die Retailer an ihr Shopify anbinden können, um zum Beispiel Kryptowährungen akzeptieren zu können. In Zahlen bedeutet das, dass über 200.000 Unternehmen Coinbase nutzen und die zuletzt im Jahr 2022 von Coinbase kommunizierten Endkunden betragen 108 Millionen. Laut unabhängigen Branchenportalen wie CoinMarketCap gehört Coinbase zu den weltweit führenden Exchanges hinsichtlich Handelsvolumen und Liquidität und Nutzer können sowohl über den Desktop-Browser als auch eine App handeln. Kommen wir zu den Einzahlungsmöglichkeiten. Hier macht es Coinbase seinen Kunden sehr einfach. Nutzer können ihr Konto mit Hilfe von SEPA, Kredit- oder Debitkarte, Sofortüberweisung und PayPal aufladen. Des Weiteren stehen Apple Pay und Google Pay zur Verfügung. Eine SEPA-Ein- und Auszahlung ist kostenlos. Auch können alle handelbaren Kryptowährungen von Bitcoin über Ethereum bis hin zu kleineren Altcoins eingezahlt werden. Da Coinbase viele Layer 2 unterstützt, zum Beispiel Lightning für BTC oder Polygon Base für ETH, können Kunden sehr preiswert und schnell Kryptoassets auf das Coinbase-Konto senden. Die Höhe der Gebühren richtet sich bei Coinbase danach, ob man die normale Handelsoberfläche nutzt oder mit nur einem Klick in den Advanced-Modus wechselt und somit über 80% der Handelsgebühren spart. Im Einsteigermodell zahlen Nutzer eine Transaktionsgebühr in Höhe von 1,49%, zuzüglich dem Spread in Höhe von 1%. Und das ist im Branchenvergleich eher teuer, also sieh zu, dass du auf jeden Fall den Advanced-Modus nutzt. Im Advanced-Modus werden die Gebühren für jeden vergangenen Trade transparent aufgelistet und deine aktuelle Gebührenstufe ist jederzeit einsehbar. Dazu bietet Coinbase mit Coinbase One ein Abo-Modell für 25 Euro im Monat an, bei dessen Nutzung im Einsteigermodell außer Spread-Entgelten alle Handelsgebühren entfallen. Im Advanced-Modell sparen Coinbase One-Kunden pauschal 25% der Handelsgebühren. Zum anderen richten sich die Gebühren nach deinem Handelsvolumen. Wenn du also theoretisch mehrere 100 Millionen Euro tradest, dann geht das auch bis 0% runter. Aber realistisch zahlst du maximal 0,6% ohne Spread, was im Vergleich mit anderen Wettbewerbern sehr fair ist. Andere BaFin-lizenzierte Anbieter liegen in der Regel bei 1,5% Gebühren plus Spread von 0,5% bis 1%. Und damit ist Coinbase unter allen BaFin-lizenzierten Anbietern der günstigste, wenn man den erwähnten Advanced-Modus nutzt.
Bei Coinbase kannst du über 240 Coins und Token in der Einsteigeransicht physisch kaufen. Dazu gehören natürlich Bitcoin und die Top-Altcoins wie Ethereum, Solana, XRP, Doge, ADA, Polygon, Polkadot und Avax, aber auch jede Menge Small-Cap-Altcoins. Hier sollte also für die meisten Krypto-Investoren alles dabei sein, was das Herz begehrt. Und im Advanced-Modus stehen über 550 Handelspaare zur Verfügung. Zusätzlich können 22 Stablecoins als Maker kostenlos gehandelt werden. Und im Gegensatz zu einigen anderen Börsen können bei Coinbase alle deine Kryptowährungen auf deine eigene Wallet zur Selbstverwahrung transferiert werden. Sogenannte Trade-Only-Assets gibt es hier nicht. Bevor wir uns gleich im Tutorial die Sicherheitsfeatures für deinen eigenen Account angucken, schauen wir einmal auf Coinbase generell. Die Kundenkonten bei Coinbase unterliegen nicht der gesetzlichen Einlagensicherung. Die Fiat-Bestände der Kunden sind über Partnerbanken separat von den Kryptoassets der Kunden verwahrt. Das heißt, im unwahrscheinlichen Fall, dass Coinbase in finanzielle Schwierigkeiten gerät, kann das Unternehmen oder der Gläubiger von Coinbase nicht über die Fiat-Bestände verfügen. Coinbase arbeitet dabei aus Gründen des Risikomanagements mit verschiedenen Banken zusammen. Wie aber sind die Kryptoeinlagen gesichert? 97% der Kryptoassets der Kunden werden offline verwahrt und das an unterschiedlichen Standorten. Der restliche, nicht gedeckte Betrag über 3% wird über Versicherungspolicen gesichert. Hierzu hat Coinbase Versicherungen abgeschlossen, um einen Teil der gehaltenen Kryptowerte im Fall von Diebstahl, kriminellen Handlungen oder bei einem Cybersecurity-Vorfall zu schützen. Und alle Kryptoassets von Kunden werden 1:1 vorgehalten. Das heißt, sie werden nicht irgendwie weiterverwendet, sondern sind permanent verfügbar. Und dieses Vorgehen, das wird durch regelmäßige, unabhängige Audits, wie zum Beispiel von Wirtschaftsprüfern wie Deloitte, bestätigt. Des Weiteren setzt Coinbase, ein an der Nasdaq notiertes Börsenunternehmen, was ja nochmal jede Menge weitere Anforderungen an Transparenz und Seriosität stellt, auf höchste IT- und Sicherheitsstandards. Persönliche Daten werden per AES 256 Standard verschlüsselt und das ist ein Standard, der auch vom Militär, von Regierungen und von anderen großen Finanzinstitutionen genutzt wird. Die Börsennotierung sorgt dafür, dass es regelmäßig unabhängige Audits gibt. Dazu kommen die verpflichtenden Quartalsberichte mit geprüften Zahlen zur Liquidität und aktuellen Geschäftsentwicklung, die alle öffentlich einsehbar sind. Gegen Phishing-Attacken wird die Zwei-Faktor-Authentifizierung angeboten, sowie der sogenannte Coinbase Vault, bei dem die Transaktion durch eine zweite und oder dritte Person bestätigt werden muss. Und Coinbase versteht das Credo Not Your Keys, Not Your Coins und bietet deshalb eine eigene Software-Wallet an, die mit wenigen Klicks mit dem eigenen Coinbase-Konto verbunden werden kann. Mit der Wallet können die Kunden die Adressen und Schlüssel für über 400 Kryptowährungen selbst verwalten. Und wenn du jetzt trotz all dieser Maßnahmen den Verdacht hast, dass unbefugte Zugriff auf dein Konto haben, dann kannst du kostenlos mit einer 24/7 zur Verfügung stehenden Hotline dein Konto sperren lassen. Ein weiteres äußerst vertrauenswürdiges Zeichen ist natürlich, wir haben es eingangs erwähnt, dass 9 von 11 Bitcoin-Spot-ETF-Anbietern, darunter Finanzgiganten wie BlackRock und Grayscale, Coinbase auserkoren haben, um ihre Assets zu verwahren. Du siehst, was die Sicherheit betrifft, kommt Coinbase mit einem einzigartigen Gesamtpaket daher. Und wenn man auf einen sicheren Anbieter zum Handel von Kryptowährungen setzen möchte, dann ist Coinbase allererste Wahl. Kunden können Coinbase auf unterschiedliche Arten kontaktieren. Grundlage ist eine allgemeine Hilfeseite. Wer hier nicht fündig wird, kann sich per E-Mail an den Support wenden oder den Chat nutzen. Seit kurzem kann über den Chat auch 24/7 mit Kundenbetreuern der Kontakt aufgenommen werden. Schreibe dafür einfach Agent in den Chat. Coinbase hat hier auf Forderungen der Community reagiert und das Service-Level erhöht. Für beide Kontaktarten muss man in seinem Coinbase-Account angemeldet sein. Darüber hinaus steht werktags zu den gängigen Arbeitszeiten Telefonsupport zur Verfügung. Zum Sperren des Kontos bei verdächtigen Transaktionen gibt es, wie bereits erwähnt, ein separates 24/7 durchgängig besetztes Servicetelefon. Die Nutzerfreundlichkeit steht bei Coinbase an erster Stelle. Und tatsächlich, im Praxistest stellte sich die Oberfläche als äußerst übersichtlich heraus. Hervorzuheben sind insbesondere der einfache Wechsel von Einsteiger zum Advanced-Modus und die Verknüpfung von Wallet und Coinbase-App. So kann zum Beispiel direkt aus der Coinbase Wallet über das Konto auf der Coinbase Exchange gehandelt werden. Die nahtlose Integration von Einsteigermodus, Advanced-Modus und Wallet, die ist sowohl einzigartig. Und wie das im Detail aussieht, das werdet ihr gleich im Tutorial noch sehen.
gehen wir die Features einmal der Reihe nach durch. Du kannst natürlich alle verfügbaren Kryptowährungen physisch am Spotmarkt kaufen, On-Chain-Apps installieren, ein ENS-Profil anlegen, Staking-Rewards verdienen, es gibt eine Academy, dann im Privatkundenbereich die Coinbase-Wallet zur Selbstverwahrung, eine Visa-Kreditkarte und einen Bereich mit Learning Rewards, das nennt sich Learn and Earn, wo du zum Beispiel für ein paar Dollar unterschiedliche Kryptoassets erlernen kannst, wenn du an Kryptokursen teilnimmst. Im Advanced-Modus kannst du auf kostenlose TradingView-Charts zugreifen und hast eine sehr transparente Kostenübersicht. Wer möchte, kann außerdem die Sparplanfunktion nutzen, um regelmäßig in Kryptowährungen zu investieren. Und dann gibt es noch Coinbase One, das bereits erwähnte Abo-Modell für 25 Euro pro Monat, welches einem verschiedene Vorteile gewährt. Dazu gehören, dass die Trading-Entgelte im Einsteigermodell entfallen und in Advanced um 25% reduziert sind. Es gibt erhöhte Staking-Rewards, einen vorrangigen Support und noch einige weitere Vorteile. Für Unternehmen und Entwickler gibt es noch einmal eigene Bereiche. Wir haben uns jetzt bei Coinbase angemeldet und wir mussten uns komplett verifizieren mit Personalausweis, bevor wir hier überhaupt Zugang zu Coinbase erhalten, und das unterstützt das, was Coinbase ja auch sagt. Sie sind ein Pro-Regulierungsplayer. Jetzt möchte Coinbase, damit wir hier Kryptowährungen kaufen und verkaufen können, dass wir eine Zahlungsmethode hinzufügen. Wir gucken mal eben, ob das auch ohne geht, indem wir hier zum Beispiel USDC empfangen. Klicken hier auf Erhalten und schicken das jetzt über unsere MetaMask. So, unsere USDC-Einzahlung ist unterwegs. Wir warten jetzt, um dann weiter auf der Coinbase-Plattform zu machen. So, unsere USDC im Wert von 19,44 Euro sind jetzt angekommen und damit möchten wir jetzt ganz einfach Bitcoin kaufen. Dafür wählen wir hier unten den Advanced-Modus aus. Wir haben es angesprochen, um uns deutlich günstigere Gebühren zu sichern, ist dieser Modus hier sehr gut geeignet. Wir klicken drauf, mit einem Klick wechselt man vom normalen Modus in den Advanced-Modus. Auf den ersten Blick sieht das vielleicht etwas wild aus hier mit dem Orderbuch und dem Handelsverlauf. Das Wichtigste ist hier auf der linken Seite natürlich der Echtzeitchart. Der wird von TradingView zur Verfügung gestellt. Und wir sehen hier den Bitcoin-Chart in US-Dollar. Und wir sehen ihn hier ja sekundengenau, wie hier gehandelt wird, wo er gerade steht. Und können jetzt unsere Orders aufgeben. Wir haben 21 USDC und 59 Cent zur Verfügung. Und wenn wir Bitcoin kaufen wollen, gibt es natürlich die übliche Möglichkeit Markt oder Market. Das heißt, wir kaufen zum aktuell vorherrschenden Preis, der hier direkt im Orderbuch angezeigt wird. Hier wird auch noch der Spread angezeigt, der gerade herrscht. Und wir gehen jetzt einfach mal in die Market Order rein. Wir kaufen maximal für 21 US-Dollar 59 Bitcoin. Hier wird angezeigt, wie viel das gerade ist. Und wir führen die Order einmal durch. Die Order wurde ausgeführt und in unserem Portfolio liegt damit jetzt ein Betrag von 0,00035779 BTC. Wir haben also ein paar Satoshi eingekauft. Das zeigt sich auch hier oben, was zum Handel verfügbar ist. Wir haben keine USDC mehr, mit denen wir handeln können. Dafür haben wir jetzt Bitcoin, die wir entweder abziehen können auf eine Wallet oder die wir auch wieder verkaufen können. Das zeigen wir auch einmal, wie das jetzt läuft. Nehmen wir an, Bitcoin hat jetzt viel Gewinn gemacht. Und wir möchten unsere BTC verkaufen, dann klicken wir hier Market Order auf Maximum. Wir sehen hier transparent das Entgelt, das angezeigt wird. Ihre Entgeltstufe ist Advanced 1 und alles Weitere steht dahinter. Wir verkaufen jetzt einmal Bitcoin. Damit haben wir einmal den kompletten Zyklus durchgeführt. Wir haben Bitcoin gekauft, wir haben Bitcoin sofort wieder verkauft. Bitcoin ist in der Zeit ein bisschen gefallen, das heißt, wir haben jetzt weniger USDC zur Verfügung als vorher. Spannend aber ist hier dieser Entgeltreiter, den klicken wir einmal an und damit gelangen wir hier im Advanced-Modus in diesen Übersichtsbereich und hier wird uns angezeigt, welche Gebühren wir gerade zahlen. Das geht hier in dem Fall nach dem 30-Tage-Volumen und da zahlen wir für Maker-Gebühr 0,6 und Taker 1,20%. Ein Trick ist, nehmen wir an, du weißt genau, du möchtest über 1000 US-Dollar handeln, 1500. Dann mach das nicht in einer Order, sondern gib die erste Order in Höhe von 1000 US-Dollar auf,
Sobald das passiert ist und die Order abgewickelt wurde, sinkt nämlich für die nächsten 30 Tage deine Gebühr ziemlich deutlich von 0,6 auf 0,35 oder von 1,20 auf 0,75. Das ist ein kleiner Trick für dich. In der Entgeltübersicht sehen wir hier oben unter dem Reiter Orders, was wir hier zuletzt gehandelt haben. Es waren ja einmal der Kauf und der Verkauf und wir können jetzt hier draufklicken und wir sehen ganz genau, welche Gebühr wir bezahlt haben. Wir haben 0,26 USDC beim Kauf bezahlt, haben hier unsere Satoshi erhalten und beim Verkauf sehen wir auch nochmal hier das Entgelt. Das wird hier alles sehr transparent aufgelistet. Unter Anzahl Trades sind nochmal unsere Trades zu sehen. Jetzt zeigen wir euch einmal an einem ganz konkreten Beispiel, wie wichtig es ist, den Advanced-Modus zu nutzen, um Gebühren zu sparen. Wenn wir zum Beispiel für 20 Euro Bitcoin kaufen, gehen wir mal hier auf die Order prüfen, dann sehen wir hier, zahlen wir 1,49 Euro Entgelt. Wenn wir hier eine höhere Summe eingeben, dann geht das auf zum Beispiel 50 Euro auf 1,99. Das heißt, der prozentuale Anteil verringert sich. Aber wenn man jetzt so einen Kleinstbetrag wie nur 20 Euro hat, dann geht das natürlich prozentual mit über 7% ganz schön ins Gewicht. Wir klicken jetzt einmal hier auf Jetzt kaufen. Und dann bekommen wir von Coinbase eine E-Mail, wo die ganze Transaktion nochmal transparent aufgelistet ist. Gesamtbetrag 20 Euro, die 1,49 sind hier angegeben. Das heißt, wir kriegen noch für 18,51 Euro Bitcoin. Und da wollen wir jetzt natürlich sparen. Und um zu sparen, nutzen wir hier den Advanced-Modus unten links. Mit einem Klick wechselt ihr in die Advanced-Oberfläche. Und im Advanced-Modus ist es in der Regel so eingestellt, dass ihr Bitcoin gegen Dollar kauft. Das wollen wir jetzt natürlich ändern, weil wir unser Konto mit Euro aufgeladen haben. Wechseln zum Handelspaar Bitcoin-Euro und gehen dann hier rechts auf die Limit-Order, stellen den Preis ein, der unterhalb des aktuellen Preises liegen muss, geben unseren Bitcoin-Betrag ein. Gehen auf Post Only, klicken auf Bitcoin kaufen. Wir sehen, dass wir hier 20 Euro ausgeben würden. So, wir haben jetzt unsere Limit Order aufgegeben. Wir sehen die hier unten. Und wenn Bitcoin jetzt noch 54 US-Dollar tiefer fällt, dann wird unsere Limit Order ausgelöst und wir sparen bis zu 80% Gebühren ohne Spread. Sollten wir bei 0,6% rauskommen. Wir haben die 51.000 Euro unterschritten. Wir sehen, unsere Order wurde ausgeführt. Und jetzt gucken wir uns an, welche Gebühren da fällig wurden. Dazu klicken wir hier links auf Orders. Und wenn wir dann hier in diesem Reiter Orders drin sind, dann sehen wir nochmal genau, was hier passiert ist. Wir haben Bitcoin gegen Euro gekauft als Limit Order für 51.000 Euro bei dem Preis. Hier ist die Menge Bitcoin. Gesamtbetrag. Wir klicken einmal hier rein und dann sehen wir nochmal im Detail, wie unsere Order aussah. Und wichtig wird jetzt hier unten, Gesamtbetrag 20 Euro, davon 0,12, also 12 Cent Entgelt. Das heißt, wir haben noch für 19,88 Euro Bitcoin erhalten. Und diese 12 Cent von den 20 Euro, die sind jetzt die 0,6%, die wir vorhin angesprochen haben. Und in diesem Modus spart ihr einfach massig Geld beim Kauf auf Coinbase im Vergleich zum normalen Modus. Und hier oben bei Entgelte seht ihr es nochmal, 0,6% als Maker. Dafür ist diese Funktion Post Only wichtig gewesen, sonst landet man auch hier bei 1,2%. Wenn ihr im Advanced-Modus noch weitere Kryptowährungen kaufen wollt, dann könnt ihr das hier oben über diesen Reiter BTC-USD in unserem Fall machen und ihr sucht dann einfach hier das Asset, welches ihr haben wollt. Matic hier zum Beispiel wird angeboten oder Polkadot gibt es hier auch. Render könnt ihr kaufen und so weiter und so fort. Die Auswahl ist, wie gesagt, sehr groß. Wir sehen Ethereum, Solana, XRP, Fetch AI, Doge, Bonk, Avax und so weiter und so fort. Schaut euch da gerne einmal um. Und egal, ob ihr hier unten im Advanced-Modus seid, ihr habt hier diesen Button mit mehr. Wir wechseln mal in den einfachen Modus zurück. Da haben wir auch noch diesen Button und da gibt es die Sparplan-Funktion. Die ist sehr übersichtlich gestaltet. Ihr könnt hier aussuchen, ob ihr täglich, wöchentlich, am 1. und 15. des Monats oder monatlich
einen bestimmten Betrag in Bitcoin investiert. Das wird dann automatisch durchgeführt. Ihr müsst dazu eure Euro-Wallet aufstocken. Dann gibt es hier das angesprochene Coinbase One. Für knapp 25 Euro im Monat erhält man jede Menge Vorteile. Wir sehen hier keine Handelsgebühren, kostenloses Gas auf Base, Premium-Support rund um die Uhr, Steuervorteile, monatliche Gewinnspiele, höhere Rewards und Analysen via Messari. Das 7 Tage gratis, könnt ihr das testen, danach 24,99 pro Monat. Oder ihr spart 60 Euro insgesamt, wenn ihr die jährliche Abrechnungsmethode wählt. Hier unten in den FAQs auch nochmal zusammengefasst, was ist Coinbase One. Dann gibt es hier im einfachen Modus die Learning Rewards, Learn und Earn nennt sich das. Und wir sehen jetzt, welche Rewards wir verdienen können. Insgesamt sind 31 Euro heute machbar. Wir können 16 Dollar in Acash verdienen. Wir können 12 Dollar in VeChain, 3 Dollar im NIR-Protokoll und 3 Dollar in Zeta verdienen. Wir starten einfach mal hier mit Acash mit den 16 US-Dollar und klicken uns einmal durch. Hier rechts sind die einzelnen Module aufgelistet und am Ende wird gezeigt, wie viel man dafür bekommt. Wir starten einmal rein in das Acash Learning und wir erfahren hier, was Acash ist. Wir klicken uns durch die einzelnen Slides und am Ende gibt es hier eine Frage, die wir möglichst richtig beantworten müssen. Und das haben wir richtig beantwortet. Weiter geht es. Wir haben unseren ersten US-Dollar in AKT verdient und können uns jetzt hier weiter durch die Module klicken. Wir gucken noch einmal auf die gesamte Seite, hier auf die Übersichtsseite. Wenn ihr eure Coinbase Wallet mit diesem Coinbase Account hier verbindet, dann habt ihr noch zusätzlich zu diesen Rewards hier die Möglichkeit, Wallet Rewards zu verdienen. Nutzt also auch unbedingt diese Möglichkeit, um noch mehr Kryptowährungen zu erhalten. Dann könnt ihr hier noch auf Empfehlung klicken. Und über Empfehlung erhaltet ihr euren persönlichen Empfehlungs- oder Referral-Link und ihr werdet damit an 30% aller Gebühren, die von euch eingeladenen Menschen auf Coinbase generieren, werdet ihr mit 30% daran beteiligt. Hier unten über den Reiter Verdienen könnt ihr Rewards für eure Kryptowährung erhalten, bis zu 13,14% pro Jahr. Und wir gucken einmal, für unsere USDC würden wir 5,2% pro Jahr erhalten. Hier für weitere Assets, Cosmos ganz vorne, bekommt man 13%, Polkadot 11 und so weiter und so fort. Über meine Kryptowerte sehe ich jetzt, welche Assets ich hier halte. Wir haben jetzt noch 18,89 € an USDC. Die wollen wir jetzt wieder zurückschicken, wir wollen sie abheben. Wie gesagt, ihr könnt bei Coinbase alle handelbaren Krypto-Assets auch in eure Selbstverwahrung überführen. Ihr könnt sie alle abheben, auf eure eigenen Wallets schicken. Das machen wir jetzt hier mit den USDC wieder bei unserer MetaMask. Wir sehen hier, mit den Gebühren sind wir jetzt ein bisschen drüber. Das heißt, wir müssen hier auf 16,80 € gehen wir mal. Das passt dann. Wir geben hier über Ethereum geben wir unsere MetaMask-Adresse ein. Gehen einmal auf die Sendungsvorschau und schicken das jetzt. Hier sind die Netzwerkgebühren nochmal angezeigt. Schicken jetzt unsere USDC wieder in unsere Selbstverwahrung. Und dann haben wir euch gezeigt, wie wir unsere USDC abgehoben haben. Das geht natürlich auch mit Bitcoin und allen anderen Kryptowährungen, die ihr bei Coinbase kauft. Ihr könnt sie alle in die Selbstverwahrung holen. Es gibt hier, wie gesagt, keine Trade-Only-Assets. Und bei Bitcoin funktioniert es wie folgt. Ihr klickt hier auf diese drei Punkte, geht auf Senden, wählt den maximal möglichen Betrag aus. Das muss mindestens 0,0001 BTC sein. Das erfüllen wir hier, das Kriterium. Gehen jetzt hier über die Bitcoin Mainchain, geben eine Bitcoin-Adresse ein, gucken uns nochmal die Sendungsvorschau an. Wir sehen hier, wie viel Gebühren wir zahlen. Das sind die Netzwerkgebühren. Und wenn wir jetzt hier auf Jetzt senden klicken, dann haben wir diesen Satoshi-Betrag auf unserer Wallet in der Selbstverwahrung. Dann wollen wir in den Einstellungen noch unsere persönliche Sicherheitsstufe erhöhen. Dazu gehen wir dann zu unseren Konten und klicken hier auf Sicherheit.
Da könnt ihr dann zum Beispiel die Einstellungen für die Zwei-Faktor-Authentifizierung erhöhen. Zum Beispiel kann man einen Passkey hinzufügen. Man kann hier auch noch statt Textnachricht SMS kann man hier zum Beispiel eine Authentifikator-App hinzufügen. Ihr könnt das dann hier alles einrichten. Ihr solltet hier so viele Möglichkeiten, wie es geht, nutzen, um euer Konto sicher zu machen. Jetzt testen wir noch den Support. Da gucken wir hier oben auf das Hilfecenter. Wenn ihr Hilfe braucht, dann hat Coinbase eine Hilfeseite für euch parat. Hier unten rechts gibt es einen Chatbot, den wir aufrufen können. Und man wird begrüßt. Es gibt hier die typischen Fragestellungen und Hilfefelder. Und wenn wir jetzt nicht mit einem Bot kommunizieren wollen, sondern mit einem echten Menschen, dann haben wir einen Tipp für euch. Dann gebt ihr hier einfach Agent ein und dann erhaltet ihr Support von einem echten Menschen. Jetzt möchten wir uns noch die Coinbase-Kreditkarte bestellen. Dazu wechseln wir in die Coinbase-App auf unserem Handy. Und oben links gibt es diese 9 Punkte. Da drücken wir drauf, scrollen ein bisschen runter und sehen dann hier links die Card. Da tippen wir drauf. Überall gebührenfrei mit Cash oder Krypto bezahlen. Wir klicken auf Loslegen und unsere Daten sind hier schon eingegeben. Dann müssen wir noch einmal die Nutzungsbedingungen hier bis nach unten scrollen, das Häkchen aktivieren, auf Akzeptieren klicken und so einfach bestellen wir unsere Karte. Gucken wir abschließend noch auf eure Nutzerbewertungen. Was haltet ihr als Schwarmintelligenz von Coinbase? Und wenn du bereits selbst Erfahrungen mit Coinbase gemacht hast, dann verfasst doch gerne unter diesem Link hier deine eigene Rezension und hilf dadurch mit, den Crypto-Space besser und sicherer zu machen. Insgesamt habt ihr schon über 434 Bewertungen für Coinbase abgegeben, was die Relevanz dieses Anbieters unterstreicht. Dabei kommt Coinbase auf 4,19 von 5 maximal möglichen Sternen. Besonders weit vorne seht ihr die Benutzerfreundlichkeit, gefolgt von dem Leistungsangebot. Beim Support seht ihr noch die meiste Luft nach oben, wobei das Gesamtniveau schon recht hoch ist und Coinbase durch den 24/7 Support-Chat auf deutscher Sprache hier auf die Community reagiert hat. Und wenn du dich jetzt direkt bei Coinbase anmelden möchtest und diesen Link hier oben nutzt, dann bekommst du sogar noch 15 Euro geschenkt. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann lass jetzt gerne einen Daumen nach oben da. Abonniere unseren Kanal und aktiviere die Glocke, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen.